Ja, so gut. Hey, wir hatten jetzt schon im ersten Block ging es jetzt, also das letzte Mal ging es um das ganze Thema so Organisationsentwicklung und Leiterschaft. Warum Leiterschaft überhaupt? Dann ging es um das ganze Thema Kultur und Werte. Und jetzt hier von Lukas im ersten Block heute ging es dann eben um das ganze Selbstführung, Selbstverantwortung. Und jetzt im zweiten Block gehen wir eigentlich in andere führen und Verantwortung für andere zu übernehmen. Und sowas. Und das ist recht spannend. Dieses Thema ist wirklich eine Leidenschaft bei mir. Und ja, ich hoffe, dass ihr empfangsbereit seid. Genau. Es geht bis 13 Uhr, habe ich recht? Ah, 12.30 Uhr. Ah, oh, da müssen wir uns Gas geben, ja. Super. Okay, also, hey, bevor eine Einstiegsfrage, wo die Antwort schon kennen, nicht antworten sollen, und die Leute, die dann wirklich überlegen, können gerne antworten. Was ist die beste Frucht von einem Apfelbaum? Apfelsaft haben wir. Was sonst so? Ein Apfel? Holz? Also die beste Frucht von einem Apfelbaum ist ein weiterer Apfelbaum. Ja. Also ich habe sogar visuell heute voll krass. Die größte Frucht von einem Apfelbaum ist ein weiterer Apfelbaum. Das ist nicht ein Apfel, das ist nicht, sondern, und das ist eben die Sache, ganz häufig denken wir in Leiterschaft, in ein Leiter ist der, der bringt viele Früchte. Aber ein guter Leiter ist jemand, der Leute hervorbringt, die wieder genauso stark werden wie du selber oder darüber hinaus. Das ist ein eigentlicher Leiter. Ein Leiter ist nicht, der macht nicht selber viel gut Frucht, sondern ein Leiter ist jemand, der baut weitere Bäume, der baut andere Leiter. Das ist ein Leitermacher. Ein Leiter macht andere Leiter. Ein Leiter macht nicht in erster Linie nur selber, er macht andere Leiter. Und mein Titel so ein bisschen über dem Blog jetzt ist Befähigung und Multiplikation. Befähigung und Multiplikation. Und weil es darum eigentlich geht. Und was so gut war, dass der Lukas hat wirklich richtig gut vorgelegt mit dem, hey, das Team, sozusagen auch deine Leiterschaft ist immer eine Reflexion von dir selbst. Die Leute, die du anleitest, reflektieren eigentlich immer deinen Leiterschaftsstil. Die Leute in deinem Umfeld, die reflektieren eigentlich das, was du bist. Du multiplizierst als Leiter immer dich selber. Darum, wenn du selbst organisiert bist, dann auch. Darum siehst du, wenn du an Leute, an Orte kommst, du merkst dann so, die Kultur, die dort herrscht, ist meistens die Kultur vom Leiter. Ja? Wenn es da sehr kühl, nicht gastfreundlich und so weiter ist, dann ist meistens der Leiter auch nicht, eher auch eher kühl und nicht so gastfreundlich und so weiter. Und das ist jetzt natürlich sehr plattis, weil in so viele Bereiche geht es dort rein. Ein paar Bücher, die ich noch empfehlen möchte, auch so zum Anfang, auch zum letzten Block nochmal zu diesem ganzen soziale Kompetenz, ist, da können wir auch sehr gerne mal in nichtchristliche Literatur reingucken, weil die einfach mal einfach auch denken, wie Menschen denken. Ja? Und da geht es um das eine Buch, das ist ein Klassiker seit 1917 von Dale Carnegie, das heißt, wie man Freunde gewinnt. Es hört sich sehr platt an, aber dieses Buch ist eigentlich ein Must-Read für jeden Leiter, weil da geht es um, wie du mit Menschen umgehst. Das ist einfach Wahnsinn. Dann ein weiteres Buch, eben hat Lukas auch empfohlen, von Peter Scacero, Emotional gesund leiten oder Glaubensriesen, Seelenzwerge, ist vom selben Autor. Gordon MacDonald kann ich empfehlen. Ein Buch, das ich dort eigentlich gut finde, ist Ordne dein Leben. Das eben erfasst sich wirklich, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen, aber weiß nicht, ob ich es heute immer noch gut finde, aber ich fand es immer gut, ja. Und dann zum ganzen Thema, was Lukas angesprochen hat, zum Thema Meetingkultur und so weiter, ja, liest das Buch von Patrick Lencioni, das heißt Tod durch Meeting. Das Buch ist der Burner, wirklich, das ist einfach nur geil, wenn du lernen willst, wie du gute Meetings leitest, ja. Und ja, gibt es noch viel mehr Literatur, vielleicht werden wir im nächsten Blog mal noch irgendwie eine Liste rausgeben mit guter Literaturliste. Es gibt drei Arten von Menschen. Die einen, die unbeweglich sind, die anderen, die beweglich sind und die dritten, die Leute bewegen. Ja. Und ein Leiter ist jemand, der ist nicht unbeweglich, der bewegt nicht nur etwas, sondern er bewegt andere. Ja, die bewegen etwas, die bewegen die Menschen. Und das Ding ist, häufig wird Leiterschaft nur verstanden als Management. Wenn du in der Gemeinde bist, so bin ich eigentlich auch, sag ich mal, aufgewachsen, so das Verständnis von Leiterschaft ist, ich bin halt der, der organisiert halt
den Tag. Ich bin Jugendleiter, das heißt, ich organisiere, dass die Jugend läuft. Ich bin Kleingruppenleiter, das heißt, ich organisiere, dass ein Input kommt und dass sich die Menschen treffen. Ich bin ein Technikleiter, das heißt, ich schaue einfach, dass die Technik läuft. Ich leite dies und das, das heißt einfach, ich kümmere mich, dass es läuft. Das ist ganz häufig das Verständnis von Leiterschaft und das ist leider nur der Anfang von Leiterschaft. Eigentliche Leiterschaft ist eigentlich vielmehr, hey, du darfst nicht im Verständnis sein, ich bin nicht Manager, sondern ich bin Vater und Mutter für den Bereich, wo ich bin. Und Vater und Mutter zu sein bedeutet nicht nur zu organisieren. Eine Mutter ist nicht nur dafür da, zu kümmern, dass Essen da ist oder dass wir ein Haus, ein Dach über dem Kopf haben oder so irgendwas, sondern das ist dafür da, für die Entwicklung. Zu sagen, hey, was braucht die Person, dass sie maximal wächst? Das ist eigentliche Leiterschaft, in diesen Blick reinzukommen. Und das ist leider etwas, das ist nicht so ganz präsent. Jetzt schüchtert vielleicht der Begriff Vater, Mutter ein bisschen ein. Ich wurde mit 21 Pastor, das hat mich auch eingeschüchtert. Ja? Aber eben Vater oder Mutter zu sein, hat nichts mit Alter zu tun, sondern vielmehr mit Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen für einen Bereich und dort zu denken. Es kann sein, es gibt einen 60-Jährigen, der nicht mal Vater sein kann für jemanden. Aber es kann sein, es gibt einen 16-Jährigen, der mehr Vater ist als ein 60-Jähriger. Ja? Dieses Bewusstsein muss bei uns eigentlich entstehen. Ich möchte ein paar Nuggets einfach mal ein bisschen hinführen zum eigentlichen Thema dann. Vater und Mutter zu sein, ein wirklicher Leiter zu sein, bedeutet, dass wir oft auch mal verletzen. Dass ich die Person irgendwo hinführe, wo die Person, die ich gerade hinleite, nicht versteht, warum sie dorthin sollte. Wenn du Leute nicht verletzt, bist du kein Leiter. Leadership ist messy. Leiterschaft ist einfach schmutzig. Das ist manchmal einfach so. Du wirst immer Menschen verletzen. Warum? Weil Leiterschaft bedeutet, du führst eine Person in Wachstum. Wachstum bedeutet Veränderung. Veränderung bedeutet Verlust. Verlust bedeutet Schmerz. Das heißt, Wachstum ist Schmerz. Wenn du eine Person zum Wachstum führen musst, hat es immer mit Schmerzen zu tun. Und das ist nicht angenehm. Und das ist leider der Punkt, wo sehr oft Leute scheitern, in ihrer Leiterschaft, dass sie es nicht trauen, nicht den Schritt gehen, dass sie jemanden pushen, dass sie jemanden hinführen, dass sie jemanden herausfordern über die Komfortzone hinaus. Vor allem in christlichen Kreisen, da denken wir häufig, oh, ich muss halt kuschel Jesus machen, immer nur. Aber mein Auftrag ist, die Menschen aus der Komfortzone rauszulocken. Mein Auftrag ist, die Menschen zu bauen, weil sie sind ja an einem Punkt, wo sie nicht bleiben sollten. Sondern sie müssen an einen Punkt kommen, wo ich sehe, aber die Leute das vielleicht noch gar nicht sehen. Als Leiter ist mein Auftrag, dass ich Punkte sehe, wo können die Leute hin, das hat mit Vision zu tun, und sie dorthin führe. Ja? Und das ist nicht immer easy, das ist nicht immer nur leicht. Und darum braucht es auch diesen Aspekt eben mit diesem Sozialkompetenz, emotionale Gesundheit, dass ich das überhaupt kann. Ja? Und zum anderen auch die Wirksamkeit. Die Wirksamkeit hängt darum sehr eng auch mit deiner emotionalen Kompetenz zusammen. Traust du dich zu konfrontieren? Ist es für dich in Ordnung, dass es mal nicht harmonisch ist? Und es hat nichts damit zu tun, ich bin halt ein Harmonietyp, ich kann es nicht, sondern es hat damit zu tun, lernst du es, da reinzuwachsen. Ja? Und das ist wirklich mega wichtig jetzt auch für das, was wir jetzt anschauen, ganz konkret, so hey, dass wir auch viel reden, hey, es kann mit Schmerzen zu tun haben, aber nicht so, also nicht böshafte Schmerzen, sondern wirklich diese guten Wachstumsschmerzen. Diese, wow, der wird herausgefordert, wow, der wächst, wow, oh, es juckt gerade ein bisschen, aber hey, come on. Als Beispiel Simon, ich nutze ihn einfach gerne als Beispiel, weil er kam als BFDler zu uns. Ja, man hat ihn gefeiert, weil er einfach ein toller BFDler war und hat plötzlich einen Switch bekommen, ist quasi jetzt in einer unserer Kernleiter, studiert jetzt bei uns, wird zum Pastor ausgebildet. Und ich habe auch gesagt, Simon, jetzt wirst du nicht mehr als BFDler, als Freiwilliger beurteilt, auch nicht mehr als Freiwilliger gesehen, auch nicht mehr als Freiwilliger gefeedbackt, auch nicht mehr als Freiwilliger geleitet, sondern du wirst jetzt als zukünftiger Pastor geleitet. Das ist ein komplett anderes Maß, an dem ich dich herausfordere. Und es ist dann nicht mehr so angenehm, wie es vielleicht anfangs war. Das schmerzt manchmal noch ein bisschen mehr, das ist ein bisschen enger, ein bisschen tighter, ein bisschen mehr herausfordern, weil ich sage, ich möchte, dass du willst nicht nur ein Jahr rumkriegen, wo gut ist, sondern du möchtest Pastor werden. Das heißt, ich muss mit einem ganz anderen Maß mit dir umgehen. Ja? Warum? Weil Wachstum bedeutet Schmerzen. Also, unser Anliegen ist als Leiter, wir wünschen, dass andere Menschen wachsen. Ich möchte nicht nur, dass Äpfel bei mir wachsen, sondern dass ein anderer Apfelbaum wächst. Ja? Das heißt, wir übernehmen Verantwortung. Als Leiter übernehme ich Verantwortung. Das bedeutet,
Und zwar ganz häufig, und das ist was, das ich so oft sehe, mit wem auch immer man redet, nutzen wir so diese Ausrede, ja, die Leute sind halt nicht so. Ja, die können das halt nicht. Die Leute in meinem Team sind halt nicht so verbindlich. Der ist halt einfach so. Und das ist ein Satz, den darfst du als Leiter niemals verwenden. Du darfst niemals verwenden, der ist halt so oder hier ist es halt so oder die Leute sind halt so oder die tun nicht oder die haben nicht die Kompetenzen. Richtig ist zu sagen, ich habe sie ihnen nicht gelehrt. Das ist der richtige Satz. Nicht zu sagen, der kann es nicht oder die haben es nicht oder die haben halt die Kultur nicht. Wenn sie die Kultur nicht haben, ist nicht ihr Problem, es ist dein Problem als Leiter. Wenn ich sage, boah, die Leute sind so unverbindlich, ist nicht das Problem bei den Leuten. Sie haben keinen Grund, sie wissen nicht, warum sie verbindlich da sein sollten. Deine Aufgabe als Leiter ist es, ihnen beizubringen und sie dahin zum Wachsen zu bringen, dass sie verbindlich sind, dass sie pünktlich sind und so weiter und so fort. Ja? Sobald wir sagen oder die Verantwortung auf andere abwälzen, disqualifizieren wir uns und auch unser komplettes Umfeld. Wenn wir Verantwortung abschieben auf andere, boah, die sind halt nicht so, boah, ja, da ist halt nicht so eine geistliche Reife bei den Leuten bei mir im Team. Ja, dann bau sie bei den Leuten. Meine Small Group, meine Kleingruppe, oh, die sind halt irgendwie so träge, die haben gar nicht so den geistlichen Hunger. Ja, dann mach ihnen geistlichen Hunger. Das ist richtig. Und dass wir so reingehen und sagen, okay, ich übernehme Verantwortung. Das ist wirklich Kern. Als Leiter übernehme ich Verantwortung. Ja, ich habe sie nicht hingeleitet. Und ein guter Leiter, der beschuldigt nicht, er übernimmt Verantwortung. Ein guter Leiter beschuldigt nicht, übernimmt Verantwortung. Okay, ist es verständlich, oder? Gut, das ist mal ein bisschen die Grundlage für das, was jetzt nämlich kommt. Ich möchte mit dem hier anfangen, und zwar mit diesem Fadenkreuz hier. Und das ist bei uns so ein Prinzip, wo wir sagen, das ist anhand von dem kannst du eigentlich, schauen wir alles an, jeden Bereich, jede, so ist wie die Gesamt, wie das Gesamtverständnis, wie das, was überall rein muss. Und so das eine ist, ist Output, Input. Alles, was wir machen, sollte die Balance haben von Input und Output. Als Leiter kann ich nicht von Leuten erwarten, dass ein Output kommt, aber ich den Leuten keinen Input gebe. Genauso solltest du, wenn du zum Beispiel eine Kleingruppe leitest, nicht hingehen und sagen, oh, ich gebe den Leuten halt nur Input und du erwartest keinen Output von den Leuten. Wenn Input ohne Output macht es dich kaputt. Wenn du nur futterst und nicht mal ausscheidest, das funktioniert nicht. Ja, du gehst kaputt. Du vergiftest es selber. Und das ist leider ein Problem, das wir ganz häufig in Kirchen sehen. Entweder kriegen Leute nur Input oder sie geben nur Output, aber es ist nicht die Balance von beidem. Und darum ist es für Leiter, sei es die Kleingruppe, sei es ein Teamleiter, als Teamleiter, du wirst die Leute kaputt machen, wenn die Leute nur dienen. Du musst als Leiter musst du die Menschen mit Input bauen. Wenn jemand in einer Band ist, wie kriegst du die Leute hin, dass sie gebaut werden, dass in sie investiert wird, dass sie wachsen können, dass sie inspiriert werden? Leute müssen inspiriert sein, um dann dienen zu können. Ja? Und das ist, was ist, das mega wichtig ist. Und das andere, wo wir noch zu sagen, ist so die Balance so von klein, groß. Von klein und groß. Sozusagen, jedes Team, jede Gruppe sollte das Ziel haben, zu wachsen. Warum? Weil Wachstum ist nur ein Zeichen für Gesundheit. Wenn eine Kleingruppe 20 Jahre lang besteht, 10 Jahre oder selbst 5 Jahre besteht, ohne dass ein neuer Kleingruppenleiter hervorgeht, dann solltest du besser die Kleingruppe aufhören, weil da kein Wachstum, keine Multiplikation stattgefunden hat. Eine Kleingruppe muss Multiplikation geben. Wenn du immer nur der Leiter bist, dann bist du kein Leiter. Wenn du ein Leiter bist, dann wird sich diese Gruppe bald wieder verändern, weil du dort einen Leiter gebaut hast. Entweder ziehst du weiter und übergibst die Gruppe jemand anderem oder die Person oder die Personen kannst du aussenden, quasi eine neue Gruppe zu starten.
Es muss wachsen in irgendeiner Weise, dass einfach nur alles, was gesund ist, wächst. Aber darum ist es wichtig, je größer eine Sache wird, umso kleiner und persönlicher muss es wieder werden. Wenn diese Gruppe wächst, auch wenn die Kirche wächst, ist wichtig, dass wir gute kleine Gruppen haben, dass wir gute Leiter haben. Darum machen wir auch diese Schulung, weil wir sagen, wir brauchen viele Leiter, viele Kleingruppenleiter, viele Teamleiter und so weiter und so fort. Es braucht, dass überhaupt Wachstum stattfinden kann. Da machen wir dieses Leadership Training, dass wir sagen, wir wollen Menschen, wir wollen, dass die Gemeinden hier im Umkreis wachsen. Ja, unbedingt. Und genau dafür muss der einzelne Leiter wachsen. Ja? Also Input, Output, klein, groß, das ist so diese Balance. Und da wollen wir wirklich schauen, wie kriegen wir auch Input und wie kriegen wir Output hin. Der Schlüssel für wirkliche, sag ich mal, für Erfolg oder für Frucht ist oft eben die richtige Person zu identifizieren, die zu entwickeln und die dann zu befähigen. Das heißt, ich erkenne eine Person, das ist oft Punkt Nummer eins, das oft nicht funktioniert, weil wir oft gar nicht so denken in, wie kann ich multiplizieren. Ich muss sagen, ich bin sonntags, bin ich in der Kirche ganz häufig mit dem Gedanke, wen könnte ich vielleicht als nächsten Schritt gezielt bauen? Ich bin überall und ich sehe Leute. Und ich merke, ich habe immer diesen Identifikationsblick drauf, so, wow, wer könnte ein Leiter sein, den ich bauen könnte? Ich liebe das. Wir haben jetzt ICF Freiburg noch mit übernommen, das heißt, wir haben jetzt drei Standorte, beziehungsweise dreieinhalb sind in Tuttlingen dran. Und ich war jetzt ein paar Mal erst in Freiburg und habe so, wow, und ich sehe die Leute einfach und denke so, wow, geil, da freue ich mich richtig drauf, die Leute zu bauen. Ja, weil ich so sehe, aber die Leute zu identifizieren, da muss ich sie aber auch an die Hand nehmen und entwickeln und da muss ich sie befähigen, dass ich sie auch machen lasse. Und Jesus war das größte Vorbild für Leiterschaft. Er hat die Menschen gefunden, er hat für seine 12 Jünger hat er quasi gebetet. Einer ist am Ende dann trotzdem abgesprungen, weil es immer einen Judas gibt in einer Gruppe. Und das Krasse ist, Jesus hat erst gebetet und quasi gebetet, Gott, was hast du verarbeitet für die Ernte? Darum auch da die Frage, betest du überhaupt nicht nur für die Leute, die bei dir sind, sondern für die, die kommen sollen? Auch dieser geistliche Aspekt dort. Und dann hat Jesus 3 Jahre in sie investiert, hat sie gelehrt, ist mit ihnen gelaufen, hat mit ihnen Zeit verbracht und hat sie am Ende befähigt. Und der Missionsbefehl Matthäus 28, Vers 18 bis 20, heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mit mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und auf diesem Missionsbefehl, da sehe ich 2 Währungen von der eigentlichen richtigen Befähigung. Und jetzt kommen wir richtig zum Punkt, okay? Also, 2 Währungen, die Jesus hat und eigentlich anhand von diesen Währungen, sage ich mal, baue ich dieses Teaching jetzt auf. Das eine ist Klarheit und das andere ist Vertrauen. Wie befähigst du Menschen? Erstens Klarheit, zweitens Vertrauen. Jesus war mega klar. Er sagt ihnen, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, das ist sehr klar. Wohin? Zu allen Völkern. Macht sie zu Jüngern. Halleluja. Es gibt eine andere Definition in der Bibel, was Jünger ist, das heißt, es war sehr klar, was es bedeutet, was sie machen sollen. Leider weichen wir als Gemeinde häufig davon ab, vom Jünger machen, sondern nur Christen machen oder Christen befriedigen. Ja? Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Er war mega klar. Und das Krasse ist aber, ich bin immer bei euch, aber macht ihr das, darum das Vertrauen. Er spricht ihnen Vertrauen zu, dass sie die Dinge bewegen können. Und jetzt hier ist mein Kernsatz für heute. Vertrauen ohne Klarheit bringt Arbeit ohne Richtung. Klarheit ohne Vertrauen bringt Angst ohne Taten. Vertrauen ohne Klarheit bringt Arbeit ohne Richtung. Klarheit ohne Vertrauen bringt Angst ohne Taten. Und mein erster Punkt, der ist eben der Punkt Klarheit. Der erste Punkt Klarheit. Weil wenn wir Leuten Vertrauen geben, und das ist eben das Ding, das Thema Delegieren schwimmt dort so auch ein bisschen mit ein. Delegieren denken wir häufig, oh, ich möchte einfach jemandem einfach nur meine ganzen Aufgaben abgeben, nur hinschmeißen. So, ja? Delegieren heißt nicht, ich schmeiße einfach meine Aufgaben weg und lasse irgendjemand machen und hoffe, dass er glücklich wird. Sondern Delegieren, echtes Delegieren, echte Leiterschaft, echtes Befähigen,
beim Delegieren und beim Befähigen geht es nicht darum, dass jemand mein Sklave ist und meine Arbeit macht. Wenn du jemand nur die Arbeit delegierst, dass du nicht mehr so viel hast, dann bist du wahrscheinlich auch der falsche Leiter. Wenn du Arbeit delegierst, dass jemand wächst, dann ist es gut, dann hast du die richtige Motivation hinter dem Delegieren. Wenn wir jemandem Vertrauen geben, aber keine Klarheit, dann bringt es Arbeit ohne Richtung. Das heißt, dann macht er und macht er und macht er und macht er, aber es bringt einfach keine Richtung. Und es kommt Frust bei der Person auf. Hier mein erster Punkt ist hier Klarheit. Klarheit stellt sicher, dass dein Team oder deine Gruppe in der Vision läuft. Durch Klarheit stellst du sicher, dass es in der Vision läuft, das ihr habt. Quasi das Ziel läuft. Ihr habt ein Ziel definiert und du hast ein Ziel definiert als Leiter und du hast ein Ziel. Hey, mein Ziel ist, dass ich bis in einem Jahr einen neuen Small Group Leiter aus meiner Gruppe multipliziert habe. Das ist ein Ziel, zum Beispiel. Ja? Messbare Ziele, Lukas, vielen Dank fürs drüber reden. Sowas. Ja, messbare Ziele zu haben, meine Vision. Und dann ist es wichtig, dass ich mit Klarheit die Leute dorthin leite. Ja, so wissen auch Leute, ob es Erfolg ist oder nicht. Wir haben so eine Kultur bei uns im ICF, das heißt vom Leben begeistert. Und darum ist es was, wo wir einfach feiern. Wir feiern Erfolge. Wir haben zum Beispiel jetzt diese Woche Leiterabend gehabt und haben einfach mit Sekt angestoßen auf das Grand Opening diese Woche. Wir feiern einfach im Vornherein. Ja, weil wir wollen klar machen, wir haben ein Ziel erreicht. Wir sind eine Strecke gegangen und wir haben ein Ziel erreicht. Mega, mega wichtig, dass wir auch messbar haben, was sind Erfolge. Und da ist eben die große Frage, weißt du, was dein Ziel ist und hast du eine Vision? Und wenn du keine Vision hast und kein Ziel hast, dann gibt es auch keine Klarheit. Aber wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, dann ist es wie wenn du in den Bus einsteigst, wo du nicht weißt, wo er hingeht. Ich bin heute Morgen mit dem Zug hierher gefahren, beim Zug stand zum Glück drauf, wo er hingeht. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich mit der Bahn fahre, bin ich irgendwie so ein bisschen, was jedes Mal irgendwas schief läuft mit der Bahn. Ja? Aber ich war froh, dass dort drauf stand, okay, Zug Richtung Karlsruhe, ah gut, dann wird es schon mal passen. Ja. Das heißt, ich bin eingestiegen. Warum sollte jemand in dein Team einsteigen, wo keine Vision ist? Wir brauchen eine Vision. Was ist eine Vision? Eine Vision ist, überleg, wie dein Bereich aussieht, wenn er Gott Ehre bringt. Wie sollte dein Bereich aussehen, der Gott Ehre bringt? Und da, so kannst du eigentlich sagen, so sollte die Vision sein. Das ist eigentlich deine Vision. Sprüche 29, 18, ohne Vision oder ohne Offenbarung verwildert ein Volk. Du musst wissen, wohin es geht. Klarheit haben wir unter anderem auch mit unseren, schaffst du mit deinen Werten. Also ich möchte vielleicht ein bisschen runterbrechen. Ganz häufig wollen wir das, sind wir frustriert, dass Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Wer kennt das auch? Das war die ersten Jahre mein Riesenschmerz war das am Anfang, dass ich gedacht habe, die Leute machen nicht, was ich will. Ich habe es doch ganz klar delegiert. Ich habe doch ganz klar gesagt, wie es aussehen soll. Ich habe doch gesagt, mach das. Und dann macht die Person irgendwas ganz anderes. Kennt ihr das auch? Also ich kenne es brutal. So, und je mehr du in Verantwortung stehst, umso mehr merkst du das. Und dann hat einer gesagt, das Problem sind nicht die Leute, das Problem bist du. Und dann ist so, das ist aber blöd. Wenn die Leute nicht das machen, wo es eigentlich hin soll, dann hast du es ihnen wahrscheinlich nicht klar gesagt, wie es aussehen soll. Wir haben den oft nicht, wir denken, wir hätten es kommuniziert, aber haben es oft nicht kommuniziert. Das Problem bei Kommunikation ist, dass sie stattgefunden hat. Die Frage ist nur, hat die Person sie verstanden? Kommunikation ist eigentlich was Einfaches, aber was brutal Schweres. Und die Frage ist einfach, hat die Person eigentlich verstanden, wo es eigentlich hingehen soll? Und das habe ich auch letztes Mal auch beim Lukas mit diesen Stufen vom Dirigieren zum Delegieren und so weiter. Du kannst nicht einfach was delegieren, du musst erstmal dirigieren. Du musst am Anfang direktiv sein. Du musst am Anfang ganz genau sagen, hey, wenn ich jemandem hier eine Verantwortung abgebe, hey, dies und das, dann mach es ganz konkret und schau es mit ihm an und mach wie eine Beschreibung, dass du das machst, heißt ganz genau dies, 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 dies und jenes. Und dann wird eine Person erstmal nur eine Aufgabe ausführen. Fängt an mit einer Aufgabe und geht immer mehr zu einer Autorität.
Du fängst an mit einer To-Do und es wird dann immer mehr zu einer Verantwortung. Wir denken häufig, delegieren mache ich mir das Leben leicht. Wenn du die erste Phase vom Delegieren gut hingekriegt hast, dann wird das Leben wirklich leichter. Aber die erste Phase vom Delegieren, wenn du die nicht gut machst, machst du dir das Leben noch viel schwerer. Und die erste Phase vom Delegieren heißt, ich schaue ganz genau an, was es bedeutet. Ganz klare Job Description, ganz genau so und so. Und das sind die einzelnen Schritte und Schritt 1 und Schritt 2 und Schritt 3. Und du sitzt mit der Person noch zusammen und schaust mit dir an. Am Anfang beim Delegieren heißt es viel mehr Aufwand für dich. Delegieren ist am Anfang so, wow, hey, das ist einfach für mich der Mehraufwand. Weil ich schaue es mit der Person genau so an. Das heißt, ich jetzt gerade selber machen können in der Zeit. Warum kommen wir häufig nicht ins Delegieren rein? Weil wir denken, ich könnte es ja gerade selber machen. Und wenn du es selber machst, ist dein Deckel bei dir. Und dann heißt es, genau anschauen, die Aufgaben genau, und dann genau zusammensitzen und genau den nächsten Schritt planen und dann sogar mit der Person im Gespräch sein, gegebenenfalls sogar mit der Person die To-Do-Liste führen, dass du dann auch checken kannst, passt es überhaupt, was die Person macht? Das ist mega der Stressfaktor. Aber wenn wir das gut machen und dann mit der Person reflektieren, hey, dann wird es gut. Es braucht Klarheit, sonst gibt es Arbeit ohne Richtung. Sonst macht die Person und die Person wird frustriert und du wirst frustriert. Bei mir war häufig das Problem, ich habe dann gedacht, boah, cool, ich gebe die Verantwortung für Weihnachten, Event-Team gebe ich zum Beispiel ab. Ja? Okay, super. Hey, kümmert ihr euch um Weihnachten? Ja, cool, machen wir. Und ich habe gedacht, die machen halt. Und das Problem ist, die weiß ja nicht, was in meinem Kopf vorgeht, oder? Die weiß ja nicht, wie eigentlich das Bild ist, wie es aussehen sollte. Und dann so ein paar Wochen vor Weihnachten frage ich so nach, hey, ich habe noch gar nichts gehört, wie sieht es denn so aus? Ja, also, und plötzlich merkst du so, oder läuft ja gar nichts. Das heißt, ich habe nicht klar definiert, was es überhaupt bedeutet, diese Verantwortung. Oft ist es Leuten gar nicht klar. Die Leute müssen wissen, genau wohin. Wie bekommst du eine Person frustriert oder passiv? Gib ihm einfach Vertrauen ohne Richtungsweisung. Wir müssen leiten mit klaren Werten, mit klaren Prinzipien. Das ist auch eine Sache, Klarheit. Letztes Mal das ganze Thema Kultur. Wie leitest du mit Kultur? Leiten wir wahnsinnig. Das heißt, wir definieren, hey, mein Bereich oder diese Sache, hey, wenn du, keine Ahnung, diesen und jenen Bereich übernimmst, Alessio, wir haben jetzt neu als Location-Pastor in Singen eingesetzt. Er leitet jetzt, ist Pastor quasi vom Standort in Singen. Hammer, ja? Das heißt aber, wir mussten zum einen, das war natürlich viel längerer Weg nochmal, als wenn man jetzt irgendwie eine Kleingruppe leitet, aber wir mussten irgendwie auch sicherstellen, hey, die Kultur, die wir haben wollen, wie ist der Spirit dort, wie ist die Leidenschaft dort, wie ist die Einstellung dort bei den Leuten, das muss synchron sein bei uns, dass überhaupt mal dasselbe passiert dort, dass ich nicht mehr die ganze Zeit anwesend sein muss und trotzdem dasselbe beziehungsweise dann ein viel besseres Ergebnis kommen kann. Aber dafür muss eine Kultur abgeglichen sein. Wo wir es dann klar definiert haben, hey, wie wollen wir, dass der Umgang miteinander ist? Wie ist die Kultur dort? Also Klarheit, okay, haben wir das? Oder Klarheit brauchen wir? Haben wir das verstanden? Ist klar? Ist mega wichtig, Klarheit brauchen wir. Und es hat nichts mit Strenge zu tun, das hat mit Nächstenliebe zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich die Person so sehr schätze und auch die Zeit wertschätze. Ich merke sogar auch häufig in Kirche, dass uns irgendwie so, wir schätzen gar nicht die Zeit. Wir schätzen nicht die Zeit von den Menschen. Wir denken so, ah ja, komm, der soll halt irgendwie halt mal machen. Und ich denke, es ist auch unser Anliegen, dass die Person die paar Stunden, die sie hat, effektiv nutzen kann. Das heißt, meine Verantwortung als Leiter ist, mit der Person ranzugehen. Das heißt, du sagst nicht einfach nur, ah ja, okay, jetzt mach du halt mal, mach einfach eine Kleingruppe und hast bei mir noch gar nie gemacht. So was, ja, nee, hey, die Person, die ist mit drin und in meinem Team verantworten, mit der Person zusammenlaufen, das ist so der klassische Schritt zu dieses, hey, ich mache, du schaust zu. Das ist, vielleicht ist das schon, das ist so ganz, ganz basic Leiterschaft, bedeutet und zum, hin zum Leiterschaft ist. Ich mache, du schaust zu. Dann ist immer wichtig, nicht nur ich mache, du schaust zu, sondern danach, wir reden darüber. Und das ist der Punkt, den vergessen wir häufig. Wir reden darüber. Nicht, du bist halt irgendwie der Double, der halt nebendran sitzt und zuguckt und das war's. Ich erkläre dir alles. Wir reden vorher, wir reden nachher, wir reden darüber. Dann der nächste Schritt ist, wir machen es gemeinsam.
ich im Lied und du unterstützt. Danach, wir reden darüber. Der nächste Schritt ist, vor allem du machst es und ich bin dabei, wir laufen zusammen. Und wir reden darüber. Sagen, du machst, ich schaue zu. Und wir reden darüber. Und dann kommst du hin, du machst alleine. Ja? Wie gut führen wir Leute ran? Ganz typischer Bereich ist immer der Technikbereich, oder? Finde ich immer ganz spannend. Weil dort brauchst du wirklich auch Know-how. Und da, wo einfach so wichtig ist, da muss man ein paar Mal mitlaufen, um das zu verstehen. Um da reinzuwachsen. Das heißt, da hat mir jemand erstmal dabei. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt nächsten Sonntag machst du halt. Und dann regt es jeden auf. Es regt die Leute auf, die mitmachen. Es regt die Leute auf, die auf der Bühne stehen. Es regt die Leute an der Technik auf. Und die Person selber hat so einen riesen Frustpunkt. Das heißt, nimm die Person mit rein. Hey, schau mal zu. Sei dabei. Und wir reden darüber. Ich erkläre dir alles. Und dann vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, je nachdem, wie komplex der Bereich ist. Und dann, okay, du machst und ich bin dabei. Wir schauen zusammen rein. Wir machen es gemeinsam. So diese Schritte zu übergeben. Ja? Und so stellst du sicher, dass wirklich auch die Kultur gewahrt wird. Also. Dann aber Klarheit ohne Vertrauen produziert Angst ohne Taten. Vertrauen ohne Klarheit bringt Arbeit ohne Richtung. Also, der zweite Punkt daher ist Vertrauen. Vertrauen. Jesus hat gesagt, warum? Beim Missionsbefehl, auch was die Leute machen sollen, auch wann sie es machen sollen. Aber das Wie hat er der Person überlassen, hat er den Jüngern überlassen. Wie sie dann konkret da reingehen. Und das ist die echte Befähigung. Wie kann ich jetzt einer Person vertrauen? Ich kenne die doch vielleicht gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich der überhaupt vertrauen kann. Weißt du, wie du einer Person vertrauen, wie du anfangen kannst, einer Person zu vertrauen? Vertrau ihr einfach. Wir haben so ein Prinzip, bei uns ist normal in Deutschland so, oder Vertrauen muss verdient werden. Und wir sagen, Misstrauen muss verdient werden. Misstrauen muss verdient werden. Warum? Weil wir gehen davon aus, und es ist auch ein Prinzip, ich gehe immer davon aus, dass die Person es ja gut machen möchte. Ich habe es nie festgestellt, also gab es, wenn überhaupt, dann ganz selten mal, also wahrscheinlich nie bis ganz selten mal, dass eine Person ganz bewusst böswillig es absichtlich falsch macht. Eine Person, die Leute möchten doch. Darum gehen wir auch so mit den Leuten um. Wichtig ist, dass Leute wissen, warum wir tun, was wir tun, dass wir mit Kultur leiten. Warum machen wir? Und wie soll das dann auch aussehen ungefähr? So, ja, warum? Erklär Kultur, erklär, hey, so und so und so gehen wir miteinander um. Dann kann die Person auf was hinarbeiten. Und das ist eben das Ding gewesen. Ich war früher da mega frustriert, weil ich Leuten nicht vertrauen konnte. Ich war brutal frustriert. Ich habe gedacht, und das Ding ist einfach, wenn wir dann von dem uns prägen lassen, dann werden wir irgendwann zu diesen Leitern. Und das ist das Problem bei ganz vielen Pastoren, dass sie nur noch hands-on sind. Dass sie nicht mehr loslassen, dass sie alles kontrollieren müssen. Dass sie so Control-Freaks werden. Von ganz vielen Leitern ist das Problem, dass sie Control-Freaks werden im Unternehmen. Dass die Leiter, die sind sowieso, die kontrollieren alles. Und es ist oft entwickelt, weil das Vertrauen gebrochen wurde, weil sie irgendwie gedacht haben, ich kann den Leuten nicht vertrauen. Dabei war das Problem nicht, dass sie den Leuten nicht vertrauen konnten, sondern dass sie anfangs nicht klar genug waren. Und das war ein sehr wertvoller Punkt für mich, der wirklich mich von meiner Leiterschaft enorm nach vorne gebracht hat, wo ich gemerkt habe, das Problem sind nicht die Leute, sondern ich. Das Problem ist, dass ich den Leuten gedacht hätte, ich kann ihnen nicht vertrauen. Aber war mein Problem, dass ich einfach nicht sauber kommuniziert habe. Dass ich habe versucht zu delegieren, dabei habe ich es ihnen nur hingeschmissen. Delegieren heißt, wir laufen zusammen, hinschmeißen heißt, mach du, ich habe nichts mehr mit zu tun. Dass ich mit der Person wirklich zusammen, mir ist es so wichtig, dieser Punkt, und dass der wirklich reinsackt. Und dann habe ich eben gedacht, als ich nicht gut kommuniziert habe, dass die Leute mein Vertrauen missbraucht haben. Ja, die kümmern sich gar nicht drum, die machen ja gar nicht. Und dann habe ich eben das Vertrauen entzogen und so waren alle entmutigt. Die Leute waren damit klein gehalten und haben sich nicht mehr getraut, wieder Verantwortung zu übernehmen. Haben sich nicht getraut, irgendwie ranzuwachsen. Wenn ein Fehler passiert, wie gehen wir mit Fehlern um? Wenn du aus einem Fehler lernst, ist es das Beste, was dir passieren konnte. Wenn du nicht aus einem Fehler lernst, ist es das Schlimmste, was passieren konnte. Darum ist als Leiter meine Verantwortung nicht, jemanden für einen Fehler zu verdammen oder zu bestrafen,
sondern als Leiter ist meine Aufgabe, wo ein Fehler ist passiert, komm mal, sau gut, lass uns den genau anschauen. Lass uns anschauen, wie können wir das verhindern das nächste Mal. Das machen wir einmal, zweimal und beim zweiten Mal sagen wir, hey, ein drittes Mal soll es nicht vorkommen. Wenn es ein drittes Mal vorkommt, muss man schauen, ob die Person noch die richtige Person ist tatsächlich. Das ist eben wieder Klarheit. Weil es kann sein, dass die Person am falschen Ort ist. Je nachdem, wie massiv oder nicht massiv dieser Fehler so ist. Ja? Wir brauchen dringend beides. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen Vertrauen. Sonst machen die Leute irgendwas, aber nichts Richtige. Unsere Aufgabe als Leiter ist nicht, dass die Leute beschäftigt sind, sondern dass sie befähigt sind. Wir wollen, dass die Leute das Richtige machen. Ja, sind wir da, haben wir das verstanden so ein bisschen? Eine Ausrede, die ich ganz lang hatte, so in Singen vor allem, so als wir nur in Singen waren, ja. Und da habe ich so immer gedacht, ich hatte es jahrelang als Ausrede, so, boah, wir sind halt keine Studentenstadt, da gibt es halt nicht so die Leute und so dieses, es gibt halt keinen hier, es gibt irgendwie halt nicht so diese starken Leiter und so weiter und so fort und habe das als Ausrede genommen. Und dann irgendwann hat mir Tobi Teichen gesagt, David, das stimmt nicht. Du hast sie nur nicht gebaut. Und ich so, wow, voll ermutigend. Und es hat was verändert in meinem Denken, wo ich gemerkt habe, ja, nicht als Ausrede zu nehmen, die Leute sind nicht hier, sondern hey, sorry, also wir können zwar schon mal profitieren, dass irgendwie die tollen Leiter vom Himmel fallen, das ist schön. Aber viel schöner ist es, die Leute selber zu bauen. Dass wir die Leute an die Hand nehmen und bauen. Und ich sehe mittlerweile den und 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 den aufstehen, wo ich sehe, wow, da bewegt sich was, der wird befähigt, der wird gebaut, weil ich nicht irgendwie in einem halben Jahr kurzfristig denke, sondern langfristig denke. Was kann passieren, wenn ich die Person jetzt über die nächsten 3 Jahre ausbilde? Dass ich nicht nur für den kurzfristigen Erfolg, sondern für den langfristigen Erfolg sehe. Ja, was kann ich dort machen? Ich habe keinen gebaut. Es ist nicht, niemals die Ausrede, es gibt keinen. Sondern hey, dann identifiziere die Leute und baue sie. Und gib den Leuten dann Verantwortung. Die meisten Leiter, die delegieren eben nur Aufgaben. Aber sehr gute Leiter, die delegieren Autorität. Am Anfang, ja, fangen wir an mit Aufgaben zu delegieren. Und dann, wenn du merkst, hey, es ist Bewährung da, dann kannst du in Autorität gehen. Und das Ding ist auch, wenn Leute nur Aufgaben haben, dann sind sie nur quasi Bedienstete. Wenn sie Verantwortung haben, dann ist plötzlich ihrens. Das ist, was ich letztes Mal erklärt habe mit dem ganzen Thema Ownership. Das, was eine Organisation voranbringt, was eine Gruppe voranbringt, ist, wenn Leute Ownership haben. Darum bin ich zum Beispiel auch sonntags so penetrant, wenn die ersten Reihen nicht voll sind. Weil es zeigt für mich, dass kein Ownership da. Das hat nichts mit, oh, es ist irgendwie schön, wenn es vorne voll ist. Nee, sondern es zeigt, die Leute sind passiv. Ich möchte aber, dass wir aktiv sind. Wir haben eine Kultur von Ownership, von hey, das ist meins, ich trage das. Ja? Ownership zu bauen. Wenn Leute Ownership haben, dann sind Selbstläufer. Da musst du nur noch ein bisschen Richtung angeben und sie laufen. Wenn Leute Ownership haben, das ist das größte Ziel, wo wir hinkommen können. Wir müssen befreit sein davon, einen kurzfristigen Rückschritt zu erleben in der Qualität. Ganz häufig werden wir einen kurzfristigen Rückschritt erleben in der Qualität, aber dann werden wir bald einen exponentiellen Wachstum erleben, der nachhaltig ist. Wenn wir uns nicht bereit sind, qualitativ Rückschritte zu machen, werden wir uns nie weiterentwickeln. Als Beispiel, wenn du jemanden Neues predigen lässt oder in deiner Kleingruppe Thema machen lässt, musst du bereit sein, dass die Qualität mal zurückgeht und dass die Person sich entwickeln kann, wenn sie es macht. Genau. Als Beispiel. Genau. Und dann ist eben da auch wieder das Wichtige, das ist wieder auch wieder dieses Anleiten. Dann nicht nur zu sagen, oh, die Predigt war nicht gut, ich nehme dich nicht mehr vor. Sondern zu sagen, cool, auch in der Vorbereitung zu der Person zu stehen. Mit der Person gemeinsam vorbereiten, mit der Person zu feedbacken, danach dann auch zu feedbacken und fürs nächste wieder vorbereiten. So wachsen die Leute und wachsen und wachsen und wachsen. Und das ist eigentlich das Ziel ist. Genau. Wenn, das vielleicht ist auch ein bisschen herausfordernd, wenn du nicht vertrauen kannst, dann hast du entweder die falsche Gruppe oder du bist der falsche Leiter. Wenn du deinem Team oder deiner Kleingruppe nicht vertrauen kannst und eine Person
deine Personengruppe nicht vertrauen kannst, die du anleitest, dann hast du entweder das falsche Team oder du bist der falsche Leiter oder es ist an der Zeit, dass du der richtige Leiter wirst und Leute baust. Ja? Und jetzt vielleicht mal genau, zum Thema, ich würde überlegen, ich glaube, ich würde jetzt, ein paar Fragen mal einfach zum Anstoß geben. Und zwar zum einen die Frage, in was muss ich als Leiter am meisten wachsen? In Klarheit oder in Vertrauen? Was ist sozusagen dein nächster Schritt von Wachstum in deiner Leiterschaft? In Klarheit oder in Vertrauen? Auch sehr wichtig ist, Klarheit heißt nicht Strenge. Mir mega wichtig, dass wir jetzt nicht denken, Klarheit bedeutet, jetzt musst du halt böse Lehrer werden. Nee, Klarheit heißt, ich nehme die Person liebevoll an der Hand und erkläre es ihr liebevoll. Genau. Wenn es beim Thema Vertrauen hakt, warum hältst du Vertrauen zurück? Warum kannst du da nicht vertrauen? Ist dein Standard zu hoch? Auch die Frage, glaubst du wirklich, dass du der Einzige bist, der es tun kann? Und noch eine mega wichtige Frage, bist du eingeschüchtert von Menschen, dass die es mal besser tun als du? Eine Sache, die ich immer wieder auch mitgeteilt kriege, die ich natürlich ermutigend finde, ist, dass Leute sagen, hey, bei euch in der Kirche sind so viele starke Leute und dass dir nichts ausmacht, dass die so stark in ihren Bereichen wachsen dürfen, finden sie toll. Es hat vor ein paar Jahren schon angefangen, wo ältere Pastoren zu mir gesagt haben, David, warum hast du so krasse Gastprediger immer wieder bei dir? Entmündigt es das nicht, dich nicht vor der Kirche? Und ich habe gesagt, so denken Pastoren. Pastoren denken häufig eben so dieses, boah, wenn ich jetzt einen krassen Speaker da habe, dann werden die Leute mich nicht mehr so wahrnehmen. Darum laden sie oft die krassen Speaker nicht an. Die sind eigentlich mega einfach zu kriegen. Du schreibst einfach eine Facebook-Nachricht oder eine E-Mail und die sind da. Ja, ist irgendwie, und sind auch nicht so teuer oder irgendwas auch immer. Das ist eher das Problem so von der persönlichen Angst. Ja? Und das ist was, wo ich so, das ist mir irgendwie ziemlich egal, weil ich sage, meine Aufgabe ist nicht, dass ich der Platzhirsch bin, sondern meine Aufgabe ist, dass Menschen wachsen. Und wenn es einen guten Sprecher braucht dazu, wenn es einen geilen Prediger, wenn der Lukas predigt, Lukas predigt letzten Sonntag hier, da habe ich gedacht, okay, jetzt, ja, Wahnsinn. Also jetzt da nachlegen, da bin ich mal gespannt, was da so morgen rauskommt, ja. Genau. Und dann morgen früh noch der Jake Hamilton da und so weiter, das wird witzig, ja. Aber es ist so wichtig, dass es uns nicht einschüchtert, sondern dass wir sagen, ja, mich freut es, wenn Leute daran wachsen, ja. Und das ist halt auch wichtig, hey, dass wir uns umgeben mit Leuten, mit starken Leuten. Dass wir uns umgeben mit Leuten, die mich besser machen. Okay, also vielleicht können wir da mal kurz mal zum Nachbar drehen, mal so ein bisschen, was ist so deine Schwierigkeit? Eher das Vertrauen oder eher die Klarheit? Und dann vielleicht damit mal so, was ist der ein Schritt, mit dem du, durch den du wachsen könntest? Das sind natürlich auch viele Punkte einfach, wo ich so sage, hey, das ist eine Komplexität und es ist einfach auch ein Abriss zu geben und einen Einblick zu geben, wo man einfach das auch alles reflektieren muss in seine Bereiche rein. Ja, wo wir echt auch schauen müssen, wie kriege ich das übersetzt in meinen Bereich? Weil wir einfach hier eine Spanne haben von sage ich mal, jemand, der Interesse hat am Thema Leiterschaft überhaupt, zu die in einem Unternehmen in Führungspositionen sind, bis zu Kleingruppenleiter, bis Teamleiter, bis Bereichsleiter, bis Pastor, bis angehende Pastor, haben wir wirklich eine breite Spannbreite und auch Gebetshausleiter und so weiter. Und und daher ist es natürlich, genau, wo man einfach so schauen muss, wie übersetzt man diese Dinge rein. Aber so das Grundprinzip, was ich wirklich so einfach damit mitgeben möchte, ist dieses, wie kriegen wir es hin, maximal Menschen wirklich zu befähigen? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen rangeführt werden an Bereiche und nicht nur, dass sie eine Aufgabe machen? Auch was ist unsere Einstellung dahinter, wenn wir Leuten Dinge übergeben, wenn wir Leute in Dinge reinnehmen? Ja, so, ich sage so, dass wir auch so die Verantwortung als Leiter ist, dieses eben zu sehen und Vision zu haben und Leute da auch reinzustellen, in ihr gottgegebenes Potenzial zu führen.
Und das ist eigentlich, was Leiterschaft so viel ist. Einfach dieses Leute zu erkennen und zu platzieren. Und das Ding ist einfach, das ist eine mega Verantwortung auch. Ja? Auch eine geistliche Verantwortung, wo ich so sehe, hey, wir werden mal vor Gott stehen und er wird fragen, hey, wart ihr treu? Und die Stellen, wo es um Treue in der Bibel geht, heißt nicht nur das behalten zu haben, was ich bekommen habe, bei den Talenten zum Beispiel, sondern es heißt multipliziert zu haben, was ich bekommen habe. Treue ist nicht Bestandhaltung, Treue ist Multiplikation. Und dass da auch meine Verantwortung als Leiter ist, da Leute eben zu multiplizieren und reinzuführen. Schon ganz am Anfang eben in der Schöpfung, wo es so heißt, hey, und herrscht über die Welt und bevölkert sie und vermehrt euch. Dass der Gedanke wirklich so von Multiplikation, von Befähigung, von Herrschen. Und das ist ein Grundprinzip von Leiterschaft. Und darum ist es auch so relevant, dass wir Leuten auch spiegeln, hey, ist es vielleicht auch der Punkt, wo deine Gabe drin ist oder vielleicht auch nicht? Das ist sehr unangenehm. Gerade in Gemeinde möchte man keinem auf den Fuß treten oft, ja. Wenn man irgendwie so, Hauptsache so schön, aber ich sage, ich habe aber eine Verantwortung von Gott, ich möchte nicht, dass Menschen klein gehalten werden wegen mir. Ganz typisches Beispiel, oder? Band in der Kirche. Da kommt die Person her und sagt, ich habe die Berufung für Lobpreis. Und dann hört man sie singen und sagt so, okay, entweder brauchst du sehr viel Gesangsunterricht noch, dass du es fürs, und ja, Gott freut sich immer über Anbetung, wenn die von Herzen kommt. Aber die Besucher nicht. Ja? Und darum kann es sein, dass du ein Anbeter zu Hause bist, aber nicht auf der Bühne. Und dann ist meine Verantwortung dieses, hey, Gott hat dir Gaben gegeben, die auch zum einen sind, wirklich auch im Privaten zu dienen, so wie auch der Gemeinde zu dienen. Und weil du vielleicht wahrgenommen hast, dass du das jetzt bist, aber vielleicht nicht bist, ist eine Verantwortung von einem Leiter. Und das ist das Krasse, wenn ich die Person dann trotzdem da mitmachen lasse, kann sie ja nicht in dem Bereich, wofür sie eigentlich berufen ist, mitmachen. Das heißt, es klebt quasi Blut an meinen Händen dafür, dass die Person nicht in ihr Potenzial reinwachsen könnte, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Und jetzt bei dem ganzen Thema Feedback, bei dem ganzen Thema Leiterschaft, bei dem ganzen Befähigen, und das ist super, super, super spannend, weil wie gehen wir damit um? Und ein Kernbereich bei dem Thema Leiterschaft ist wirklich Feedback. Wie feedbacke ich? Wie äußere ich konstruktive Kritik und wie empfange ich auch Kritik? Wie hole ich mir Kritik ein? Ich habe zum Beispiel nach Predigt immer ein paar Leute, wo ich gezielt auch weiß, die frage ich nach Feedback und bitte ich um Feedback für meine Predigt. Manche schicke ich sogar im Vornherein. Bei der Predigt letzte Woche habe ich dann Bernhard Knies noch eine Mail geschickt und gefragt, so, hey, kannst du mir da mal irgendwie sagen, wie das und das so theologisch aussieht? Ja? Einfach extrem wichtig. Und Feedback ist da, weil wir eine Verantwortung haben, dass Menschen in ihre Berufung wachsen. Es gibt so diesen schönen Satz, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Das heißt, wir brauchen Feedback. Die Bibel ist auch voll von, hey, als Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 11, wo es heißt, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und ermahnen und ermutigen, ermahnen und erbauen ist dasselbe Wort. Das heißt, unsere Aufgabe ist, einander zu ermahnen und einander zu erbauen. Und es ist mega wichtig. Darum, wir sollen aus Liebe heraus feedbacken. Weil ich die Person so sehr liebe, will ich nicht, dass sie nur bleibt, wie sie ist. Das ist ja das Werk von Jesus ist, er will nicht, dass wir nur bleiben, wie wir sind. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Ja, er nimmt uns an, er liebt uns, wie wir sind. Aber nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Sondern, dass wir uns immer mehr verändern in sein Ebenbild. Und bei Feedback, das ist recht wertvoll, hier dieses Johari-Fenster auf dem Schirm zu haben. Das kennen wahrscheinlich einige, das Johari-Fenster. Warum heißt es Johari? Weil es Johannes und ein Harry gemacht haben. Voll witzig. Ja, Johari-Fenster. Und zwar ist es folgendes. Eine Sache ist mir bekannt und anderen bekannt, das heißt, es ist öffentliche Person sozusagen, das ist also, sage ich mal, okay,
Ich bin energiegeladen, sage ich mal, und manchmal rede ich zu schnell, ein bisschen nervös, sowas. Er ist mir bekannt, ist dir bekannt. Super, ja? Herrlich. Öffentliche Person, braucht man nicht feedbacken. Mir bekannt, anderen unbekannt, ist mein Geheimnis. Das könnt ihr gar nicht feedbacken. Dann mir unbekannt ist und anderen unbekannt, checkt keiner, Gott weiß es, gut, Gott wird es irgendwann mal ans Licht drücken. Was mir unbekannt ist und anderen bekannt, das ist der Punkt, wo ich rein feedbacke. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Feedback, gehe ich immer von aus, die Person hat einen blinden Fleck und ich darf die Person darauf hinweisen. Wie cool ist das? Das ist Feedback. Wie viel Feedback ich gebraucht habe, in Predigten zu wachsen. Ich habe es gar nicht gecheckt, wie oft ich gesagt habe, bis mich jemand mal darauf hingewiesen hat, dass ich die ganze Zeit sag. Danke, das war mir unbekannt und dir bekannt. Das war mir ein blinder Fleck. Ich habe es gar nicht gecheckt, ich habe es gebraucht. Das war nicht, dass ich es sofort von einem Moment auf den anderen richtig gemacht habe, aber das war dann, wo ich gemerkt habe, wow, okay, ich kann daran arbeiten. Feedback geht immer dort rein, wo der andere einen blinden Fleck hat. Keine Ahnung, es fängt an, weil ist der Hosenladen offen oder nicht. Das ist mir nicht bekannt, dir ist bekannt, hey, dann bitte ich um Feedback. Weil es ist ein Akt von Nächstenliebe. Feedback ist ein Akt von Nächstenliebe. Und Feedback ist nicht von, ich möchte dich jetzt zerstören. Und darum meine ich eben halt auch, bei Feedback ist es so wichtig, ich verstehe, eine Person verhält sich so und so, weil sie vielleicht es gar nicht anders kennt. Weil sie nicht darauf hingewiesen wurde, weil sie gar nicht erkennt, dass es gerade völlig daneben ist. Und dann darf ich die Person darauf hinweisen und sagen, hey, schau. Und dann ist meine Haltung, wie ich diese Sache feedbacke, viel besser. Dann kann die Person es auch annehmen, wenn sie merkt, es ist aus Liebe und nicht aus Zerstörung. Feedback ist nicht, das war eins meiner ersten Predigt-Feedbacks, war dann eine DIN A4-Seite oder keine Ahnung, es war auf jeden Fall, also sehr lang wahrscheinlich über eine DIN A4-Seite, E-Mail zugeschickt bekommen, Anrede, hallo David, es war nichts Gutes in der Predigt und darum fange ich jetzt direkt mit dem Schlechten an. Und dann war, das ist kein Feedback, das ist Zerstörung. Mein Herz war schon automatisch zu, bevor ich überhaupt angefangen habe zu lesen. Feedback gebe ich, weil ich sehe, die Person erkennt was nicht und darum muss ich die Person auch nicht zerstören, weil ich kann ja doch gar nicht böse sein, dass sie das nicht sieht. Ja, ich habe mega viele Fehler, aber dann ist nicht, dann darf ich das nicht raushängen lassen, sondern es ist wichtig, dass ich da rein feedbacke und schaue, ich kann die Person bauen. Feedback ist der Inbegriff von, ich kann die Person bauen, wie cool ist das? Und wenn es mich aufregt und ich dann zu bösartig Leute feedbacke, ist nicht das Problem von der Person, sondern meine soziale Kompetenz. Und dann ist es dran, hier bei meiner emotionalen Gesundheit zu wachsen, wenn ich nicht gutes Feedback geben kann. Wenn du nicht gutes Feedback geben kannst, ist nicht die andere Person unreif, sondern du bist unreif. Ein Leiter gibt nicht Verantwortung ab, er übernimmt Verantwortung. Das heißt, und wir möchten positive Verhaltensweisen fördern und wir wollen Verhaltensweisen korrigieren, die belasten. Das ist Feedback. Feedback ist nicht nur, ich möchte dich kritisieren, sondern ich möchte dich auch aufbauen in den Dingen, wo du gemacht hast, wo vielleicht dir gar nicht mal bewusst waren, dass die so gut waren. Das ist auch, wie wir enorm bauen können. Durch Feedback können wir extreme Kultur bauen, indem wir klarstellen, hey, schau so und so und so. Wenn ich dann merke, okay, wow, hey, Feedback rein in Kultur, ja? Ergibt es Sinn? Kommt es an? Auch das wieder, auch konstruktiv ermutigen, ist mega wichtig. Damit fördern wir Kultur, damit baust du eine Kultur, indem du hervorhebst, dass es gut ist. Ich war letzte Woche in Freiburg predigen und habe dann von der Bühne jemanden gelobt. Ich habe es irgendwie einfach so gemacht, weil es mittlerweile eine Kultur ist, es einfach zu machen. Irgendwie, weil ich gar nicht drüber nachdenken muss, weil es für mich so natürlich ist. Danach kommen mehrere Leute so, boah, das ist ja mega krass, dass du einfach von der Bühne jemanden gelobt hast. Und ich so, habe ich das, oder? So, ja, das ist eine Kultur, die wir prägen können und dass wir Dinge hervorheben können. Und das prägt dann eben auch, wie wir miteinander umgehen. Ja? Und es ist so wichtig,
Das, ja, was ich auch gemerkt habe, so keine Ahnung, es gibt ja auch Sonntage oder als Pastor, du nimmst ja alles wahr. Also als Pastor, dann, du merkst einfach, was jetzt Kacke ist und was gut ist und so weiter. Und manchmal gibt es Sonntage, wo ich am liebsten gerade rausrennen würde, manchmal über meine eigene Predigt. Ich hatte schon zweimal, wo ich nach der Predigt rausgegangen bin und heimgefahren bin, weil ich nicht mehr um die Leute rum sein wollte, weil ich so scheiße meine Predigt fand, meine eigene. Sowas, ja. Wenn dann noch jemand kommt und dann Salz in die Wunde streut, ist natürlich super toll. Ja? Oft ist einem selber bewusst. Es gibt auch die Sonntage, wo ich heimfahre und denke, was war heute los? Kennen wir die Sonntage? Ja, genau. Es war letztens auch so ein Sonntag, wo wir echt so am Abend dann zusammensaßen. So, boah, was war das heute eigentlich, ey? Mega schlimm. Und das Ding ist aber, die Beteiligten wissen es ja häufig auch. Dann bringt es doch nichts, da reinzuhauen. Lass uns ermutigt sein, dass es sowas kommt vor. Lass uns ermutigt sein und daraus lernen. Ja? Okay. Also, das ist beim Thema Feedback einfach wahnsinnig wichtig. Wie gehen wir damit um? Und auch an unsere deutschen Christen, wir dürfen loben. Wir müssen nicht Angst haben, dass irgendwie man mal irgendwie der jetzt stolz wird oder sowas. Ja, wenn, dann wird es sein Problem. Aber deine Aufgabe ist zu loben und zu ermutigen. Was die Person mitmacht, ist seine Sache. Aber loben ist deine Verantwortung. Und ermutigen und hervorheben, was gut war. Ja, also. Dann nochmal kurz paar Gedanken zum Thema Delegieren. Mir war immer wichtig, das Thema Feedback reinzunehmen, weil das ist so wichtig, wie wir Leute bauen, wie wir Leute fördern. Und beim Delegieren, also mal ganz konkret delegieren, wenn ich die richtigen Leute befähige, dann können sie es normal viel besser tun als ich. Ich bin immer wieder fasziniert, was Leute gerne machen. Ich stelle fest, es gibt Leute, die mögen administrative Aufgaben. Für mich der absolute Horror. Für mich gibt es, also es gibt Leute, die lieben es wirklich, so diese klassischen Dienstaufgaben. So, die lieben es dann wirklich auch nochmal Dinge Ordnung zu bringen und so weiter und so fort. Und ich denke so, boah, also irgendwie, es braucht für mich schon einen aktiven Schritt, dass ich es mir aufschreibe, dass ich da noch dran denke, das zu machen. Und automatisch sehen tue ich es erst recht nicht. Ja, so. Und lieben erst recht nicht. Aber es gibt Leute, die lieben die Dinge, die du vielleicht hast. Aber die Leute hassen dafür die Dinge, die du liebst. Und dass das auch ein Ding ist, zu erkennen, ja, und was könnte da sein? Als Beispiel Kleingruppe. Und ich möchte da mal eigentlich reingehen beim ganzen Thema Delegieren. Und zwar haben wir wie so eine Leiterschaftskultur uns aufgebaut. Und das ist anhand von diesem Bild. Ha, genau. Und zwar sind es die vier Gestalten quasi, die eigentlich in der Bibel sich immer wieder finden, dass diese Gestalten sich um den Thron Gottes bewegen. Und dass sie sich quasi, dass damit irgendwie Gott, die sich um Gottes Herrlichkeit bewegen, umschrieben werden. Und daher muss da schon ein Augenmerk drauf, weil Gott ist der ultimative Leiter. Und dass wir da irgendwie von lernen. Und das ist der Löwe, das ist der Stier, das ist die Person und das ist der Adler. In der Offenbarung, so wie auch im Ezekiel, finden wir das. Und das ist einfach, wo wir so sagen, okay, mal anlehnen, dass wir irgendwie ein bisschen visuell was haben, an das wir uns orientieren können. Und das Erste ist der Löwe, das ist die Leidenschaft. Der Löwe, der steht für Leidenschaft, das ist auch der König der Tiere. Und das ist auch so wichtig, wie fange ich an zu delegieren, wie fange ich an, Menschen zu befähigen, Leute in Leiterschaft zu führen, ist herausfinden, was ist die Leidenschaft von der Person. Was ist die Leidenschaft, was ist die Passion? Und das findest du nicht raus mit zu fragen, irgendwie, keine Ahnung, indem du es nur selber erkennen musst, sondern frag die Person, was fällt dir leicht? Wenn dir ein Anliegen ist, dass du Menschen befähigst, dann find erstmal heraus, was ist eine Leidenschaft bei ihr. Auch für dich selber, in deiner Leiterschaft. Leiterschaft und Leidenschaft, das hängt zusammen. Das heißt, es braucht, dass wir leidenschaftlich sind für eine Sache. Das heißt, finde bei einer Person raus, was ist die Leidenschaft von dem. Löwen sind so diese, das sind so die Tiere, die strahlen so eine Macht aus, so eine Passion irgendwie, ja. Und das ist darum Schritt 1, das zu erkennen. Und dann der nächste Punkt, das ist eigentlich mein Lieblingspunkt bei dem ganzen Ding, ist Spielfeld.
der Ochs oder der Stier, der braucht ein Gehege. Und das Gehege, das ist der klassische Schritt von Delegieren. Und das kannst du dir so vorstellen, du hast zum Beispiel hier dein, zum Beispiel du hast hier deine, deine Kleingruppe und, oder dein Team oder wie auch immer. Und du hast dort, und dann mit dem Gedanke vom Stier dorthin zu gehen, ist zu sagen, okay, und wie kann ich dort jetzt Spielfelder kreieren? Als Beispiel, okay, Kleingruppe bedeutet zum einen Organisation und Kommunikation, oder? So dieses, es findet statt, wo findet es statt? Da gibt es zum Beispiel das ganze Thema Atmosphäre, hey, sind Snacks gerichtet, kümmert sich jemand darum und so weiter und so fort. Da gibt es einen Teaching-Aspekt, oder? Und, ja, keine Ahnung, was gibt es noch? Ja, Event, ja klar, um irgendwie mal sonst was veranstaltet, könnt aber auch in das Administration-Dings rein. Okay, ja, sagen wir mal, es gibt so 3, 4 Bereiche, sage ich mal, ja. Dann kannst du sagen, ich bin hier der Leiter selber. Und dann ist die Sache, dann fängst du an, dein Spielfeld zu unterteilen in kleinere Spielfelder. Und dann sagst, okay, hier ist jetzt jemand, hey, ich merke, der denkt immer dran, dass wir Kleingruppe haben, zum Beispiel. Ja? Hey, geil, dem gebe ich dieses Spielfeld hier, gebe ich ihm ab. Und er soll dieses Spiel hier ausfüllen. Du kümmerst dich jetzt um die Organisation, dass es stattfindet und so weiter und so fort. Dann merkst du, er füllt dieses Spielfeld gut aus. Er hat deine Leidenschaft und erfüllt das Spielfeld gut aus. Dann fängst du an, sein Spielfeld zu erweitern. Dann macht die Person, füllt dieses Spielfeld noch aus. Er kümmert sich noch oder delegiert das ganze Snack-Bereich und so weiter und so fort. Dann kommt vielleicht noch ein nächster Bereich dazu. Und plötzlich merkst du, die Person ist ready, Small Group zu leiten. Und dann, was du dann machst, ist nicht, das ist nicht mehr dein Spielfeld, sondern du kreierst vielleicht ein neues Spielfeld. Ja? Oder du wirst vielleicht sogar, weil so wächst du nämlich auch. Wenn du anfängst, neue Spielfelder zu definieren, heißt ja auch für dich weniger To-Do in der einzelnen Sache. Das heißt, du hast auch Kapazität für mehr. Das heißt, es könnte sein, dass du nicht nur eine Kleingruppe leitest. Es könnte sein, dass du vielleicht sozusagen Kleingruppencoach wirst. Dass dein neues Spielfeld dieses Spielfeld hier ist. So gehe ich zum Beispiel vor, wenn ich sehe, jemand füllt sein Spielfeld gut aus. Dann schaue ich mit der Person an, wie kannst du mehr Verantwortung bekommen? Wie kann dein Verantwortungs-, dein Einfluss mehr wachsen? Und dann bist du quasi wie Coach für diese 2 Kleingruppen, leitest vielleicht die eine selber, die andere leitet jetzt jemand anders und du hast dann Überblick dafür zum Beispiel. So funktioniert Leiterschaft. So bedeutet es, hey, mit Bewährung Leute zu wachsen. So bedeutet es, nicht einfach nur reinzuwerfen, sondern so kann ich Schritt für Schritt für Schritt leiten. Und dann schaue ich weiter. Mit Alessio angefangen, okay, er hat halt hier ein Filling, hat er halt eine Small Group geleitet. Dann haben wir ihm Bereiche übergeben und so weiter und so fort. Dann über einmal verschiedene Bereiche und so weiter. Dann kann es immer mehr wachsen und immer mehr wachsen. Mit dem Ziel natürlich, dass wir hochkarätige Leiter ausbilden. Und mit jedem Spielfeld wachsen ja auch die Probleme. Und das Coole ist, mit Problemen wächst du. Je mehr Probleme du hast, umso mehr wächst du. Das ist eben das Coole. Darum sei froh, wenn du Probleme hast. Weil wenn du die gut meisterst, dann wirst du da ziemlich gut wachsen. Das ist richtig gut. Ja, es ist in dem Moment blöd, aber am Ende bist du gewachsen. Und so, das ist eben das ganze Thema Spielfeld. Dass wir anfangen zu überlegen, wie kann ich das Playfield aufteilen? Und dass wir so als Leiter denken, okay, cool, habe ich dieses, jenes Team. Da kann ich anfangen, hey, der macht halt die Einplanung. Und da kümmert sich dann jemand, dass alle Materialien da sind. Und da kümmert sich jemand um das und das und das. Und du merkst so, und dann nimmst du ja auch wahr, wie nehmen die Leute dieses ganze Ding wahr. Ja, dann kommt der nächste, ist dann Person. Ja, da geht es einfach um die Menschenführung an für sich. Wie kann die Person nicht nur sozusagen fachlich die Dinge ausführen, sondern wie kann die Person auch Menschen anleiten? Wie kann die Person auch Feedbacks führen? Wie kann die Person Menschen befähigen? Wie kann die Person wie geht die Person mit Menschen um? Wie entwickelt sie sich als Mensch selber weiter? Entwickelst du dich in allen Lebensbereichen weiter oder nur als geistlicher Überflieger? Da auch wieder das zu dem Dreieck vom Lukas. Das ist eigentlich genau dieses Ding hier, Person, genau dieses Thema. Das heißt, wie wachsen wir dort? Ja? Und dann das nächste ist Vision oder vielmehr vielleicht Perspektive. Perspektive ist zu sehen, okay, wenn ich diesen Kreislauf quasi so dann kann ich wieder von vorne anfangen und schauen, okay, vielleicht ist bei der Person ein Ding gewachsen. Was kommt da mehr? Hat die Person einen Blick über die ganze Sache und so weiter und so fort? Ja? Sieht die Person, hat die Person eine Vision, wo es hingeht und so weiter und so fort? Ja? Und so ist ein bisschen so eine Leiterschaftskultur, die ich einfach sehr cool finde. Beim Delegieren und auch ganz konkret ist eben das Spielfeld, ist häufig was, wo wir wirklich aktiv delegieren.
Das ist Ziel. Finde Leute, die es dann auch besser machen als du. Ich bin so froh, ich habe so viele Leute jetzt mittlerweile, die wirklich viel, viel besser machen als ich. Und ich bin so froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Mir geht es mittlerweile so, wenn ich hin an der Technik gehe, habe ich keinen Plan mehr. So, ja? Ein bisschen mal so an, aus oder sowas gehe ich noch hin. Früher konnte ich noch alles machen. Es ist aber so gut, es jetzt auch zu wissen, da rauszukommen. Zu delegieren, zu wissen, da hat es Leute, die Verantwortung übernehmen. Wenn du nur Aufgaben delegierst, schaffst du Nachfolger, also nicht im positiven Sinne, sondern die laufen einfach nur dir nach. Wenn du Verantwortung delegierst, dann kreierst du Leiter. Wenn Leute Verantwortung haben, dann kreierst du Leiter. Was ist ein Prinzip vom Delegieren? Prinzip vom Delegieren ist, entscheide du. Dass nicht du als Leiter die Entscheidung triffst, sondern dass du Entscheidungsgewalt delegierst. Was wir gerade dran sind, ICF singen, wo ich ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden, jetzt sage, oh, geht zum Alessio, er entscheidet. Und bei mir ist manchmal so, hoffentlich entscheidet er richtig, hoffentlich entscheidet er richtig. Sind wir ehrlich. Aber er entscheidet richtig. Und es ist eben auch das Ding, dass man Vertrauensvorschuss gibt, sonst hätte man ihn ja nie eingesetzt. Weil da schon so viel vorgelaufen ist, weil ich weiß, die Kultur stimmt, weil ich weiß, unsere Zielrichtung stimmt, ja. Und ich bin entspannt in vielem. In manchen Dingen frage ich mich, okay, hoffentlich. Aber dadurch wächst er doch erst, indem er Verantwortung bekommt, indem er entwickelt wird und so weiter. Dadurch wächst man doch, ja. Und das Coole ist, darin wachse ich natürlich dann auch brutal. Wenn ich anfange, solche Dinge auszuhalten, da wachse ich wahnsinnig. Ja, wirklich so. Ja? Wenn wir kontrollieren, bremsen wir uns als Leiter. Wenn du kontrollierst, dann bremst du dich als guter Leiter. Du kannst Kontrolle oder Wachstum haben, aber nicht beides. Das ist ein Nugget, den kann man sich aufschreiben. Du kannst Kontrolle oder Wachstum haben, aber nicht beides. Vielleicht noch ein Nugget. Ich hau uns einfach noch ein paar Nuggets raus, weil es jetzt dann, genau. Also, lieber aggressive Fehler als passive Fehler. Was ich damit meine ist, mach lieber Leuten zu, dass sie aktiv waren und dann Fehler begangen haben, als dass einfach nur halt ein Fehler passiert, halt irgendwie so aus der Nichttätigkeit heraus. Ganz häufig laufen ja Dinge schief, weil man nichts macht. Aber es soll lieber was schief laufen, weil man was macht. Und daraus lernen. Dass wir nicht aus der Angst herauslaufen, sondern einfach aus dem Mut rauslaufen. Es ist so dreckig und hart, aber auch stark. Genau. Also, wir müssen bereit sein, eine kurze Zeit von Exzellenz und Effektivität zu erleiden, dass wir eine nachhaltige Explosion erleben werden. Okay, vielleicht ja, war das mal ganz gut. Wir müssen disziplinieren und konkret dirigieren, wenn die Dinge gegen die Kultur gehen und etwas heiß laufen. Aber ich muss coachen, wenn ich will, dass der Prozess besser wird. Das heißt, ich dirigiere, wenn es wirklich jetzt ganz konkret schwierig ist. Und ich korrigieren muss und ich coache, wenn ich möchte, dass es die Person wirklich besser macht. Durchs Dirigieren wird die Person nicht wachsen, wirklich. Goodie. Dann noch die letzten paar Minuten möchte ich noch, weil wir sind jetzt nicht alles die Pastoren. Was haben wir noch für Pastoren hier drin? Super. Also, daher, ihr seid alle, oder wer ist in Endverantwortung in einer Organisation? Also Lukas noch, genau, haben wir noch? Ja, also sozusagen Chef, ja genau, Chefs noch, ja super, okay, also das heißt aber viele nicht. Viele haben Leute, sag ich mal, über sich, oder? Darum möchte ich jetzt noch kurz in den Aspekt reingehen, so wie können wir nach oben leiten? Weil das eine ist ja zu delegieren, nach unten leiten, aber wie leiten wir nach oben? Das ist auch eine wichtige Frage, oder?
Weil das Ding ist, du musst nicht eine Position haben, um zu leiten, du musst eine Person sein, um zu leiten. Okay, gut. Also es geht nicht um die Position, sondern es geht um die Person. Das ist jetzt ein anderer Hintergrund, aber es ist schön. Ja. Wie kann ich konkret leiten, wenn ich nicht eigentlich in der Endverantwortung bin? Zu mir kommen immer wieder auch Leute und die fragen zum Beispiel so, hey David, also was ich als eine schöne Frage finde, boah, was muss ich machen, um Vollzeitler zu werden oder sowas? Ja, wie ein Pastor zu werden, ist ja schön, dass sich Leute sowas fragen. Wo ich sage, okay, dann sei einfach gut und treu in dem, wo du stehst. Und dann zeigt sich, weil du musst nicht eine Position haben, um das zu sein. Ich sage immer Leuten, wenn du das erste Mal schon mit dem Gedanke spielst, Pastor zu sein, dann verhalte ich ab jetzt wie ein Pastor. Weil es ist nicht eine Sache von einem Titel, es ist eine Sache von deinem Leben. Es braucht extrem, das Allerwichtigste ist, dass wir immer eine gute Kommunikation haben, eine gute Kommunikation nach oben. Was Schlimmste ist für einen Pastor oder für einen Hauptleiter ist, dass Leute nicht mehr nach oben kommunizieren. Es braucht Leute, die nach oben kommunizieren. Es braucht Leute, die mir Feedback geben, wo ich weiß, die meinen es gut und sie reflektieren Dinge. Mittlerweile ist die Kirche so groß, wir haben jetzt dann 750 bis 800 Leute. Das heißt, es ist eine ziemlich krasse Sache, wo ich nicht mehr überhaupt jeden festen Besucher nicht mehr kennen kann. Ja? Das heißt, ich kenne teilweise nicht mehr alle Leiter, ja? Weil es irgendwas mit 120 Leiter dann sind. Das heißt, es braucht Feedback nach oben. Das ist mega, mega wichtig. Deine Fähigkeit, nach oben zu leiten, definiert deine Fähigkeit, auch nach oben zu bewegen. Ja? Der größte Mythos eben in der Leiterschaft ist, ich muss die Position haben, um zu leiten oder um Einfluss zu nehmen. Früher war Leiterschaft so ein Positionspower und heute ist eigentlich Leiterschaft ist mehr so Personpower. Dass eine Person da ist, die einflussreich ist. Hierarchien werden immer flacher. In Unternehmen baut es ab, dass diese Steinhierarchien ist immer mehr agil, immer mehr so dieses Taskforce, ist immer mehr so dieses nicht mehr hierarchisch. Was mega wertvoll ist. Kirchen müssen da auch mit reingehen. Ja, das heißt, es geht da auch viel mehr um, sind da gute Leute da und die können Einfluss nehmen. Und es gibt fünf Dinge oder fünf Schritte, die ich jetzt einfach kurz mit uns nennen möchte, wie wir nach oben leiten können. Der erste Punkt ist, sollen wir es auf Slipchart schreiben oder haben wir es auf dem Körper? Hören wir gut mit. Draufschreiben? Super. Super. Alles klar. Oh, keine Ahnung, der war spontan. Nee, der war cool. ich weiß nicht mehr. Aber deine Fähigkeit nach oben zu leiten definiert deine Fähigkeit nach oben zu bewegen. Oder so, genau. Also fünf Schritte, wie wir konkret nach oben leiten können. Wenn wir total unsicher oder vielleicht auch total stur sind oder vielleicht auch total überselbstbewusst, dann wird es wahrscheinlich eher schwer, dass du gut nach oben leiten kannst. Weil es braucht bei nach oben leiten eben auch eine Demut. Es braucht immer auch eine Feedback-Kultur. Und das ist bei, sag ich mal, das ist mega wichtig. Zum Beispiel auch mein Leiter ist zum Beispiel auch Tobi Teichen. Und dann ist darüber Leo Bigger zum Beispiel. Ja, so, und das ist was, wo ich auch merke, hey, wie gehen wir da miteinander um? Wie reden wir übereinander? Wie, dass es wichtig ist, dass ich Dinge ehre, aber dass es auch ist, dass man auch Dinge feedbacken kann. Wir haben zum Beispiel nächste Woche haben einen Talk über manche Dinge, wo einfach Feedback stattfindet, nach oben zu leiten. Und wo ich hoffe, dass es dann einfach auch was nochmal macht. Ja? Und ganz konkret, der erste Punkt ist, machen wir so, nach oben leiten. So. Erstens haben wir Wertschätzung. Wertschätzung ist der erste. Öffentliche Wertschätzung bringt immer auch Einfluss im Privaten. Das heißt, wie wertschätzt du jemanden? Und es geht nicht um Arschkriecherei. Überhaupt nicht. Aber wenn ich als Leiter, als Pastor wahrnehme, hey, jemand wertschätzt mich und jemand wirklich hat eine Wertschätzung für mich. Das heißt, mein Herz ist schon offen, von da was zu empfangen, oder? Das heißt, da ist schon Wertschätzung öffnet unser Herz.
Und das heißt, das ist der erste Schritt, wo wir machen müssen, ist wirklich so dieses, hey, wenn du wachsen willst, dann musst du erstmal lernen, auch drunter zu sein. Und das heißt einfach, ich schätze dich, ich ehre dich. Respekt wird verdient und Ehre wird gegeben. Respekt wird verdient, Ehre wird gegeben. Das heißt, du erwartest, dass Ehre wird gegeben. Das heißt, das ist was, das dann irgendwie sich natürlich eher entwickelt. Und das ist was, das wenn du den Leiter nicht ehrst, und das sage ich wirklich so, wenn du den Leiter nicht wertschätzen kannst, wow, dann könnte es auch sein, dass besser ist, dass du den Leiter eher verlässt. Weil es so ein biblisches Prinzip, ich habe eine ganze Predigt zur Ehre deiner Leiterschaft, könnt ihr mal die Predigt im YouTube anhören, die ist wirklich gut. Ja, die ist wirklich gut. Es ist so wichtig, dass wir Leiterschaft ehren. Und wenn nicht, dann wäre es vielleicht eher ein Punkt da abzulegen. Der erste, zweite Punkt ist der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt. Es gibt so eine Person, die findet immer genau den falschen Zeitpunkt, mir irgendwie Dinge zu sagen oder zu fragen oder sowas. Ja, wenn ich gerade noch ganz gestresst irgendwo hinkomme, dann so, ah, da habe ich noch ganz kurz. Oder irgendwie, kennt ihr das so, wenn man auf dem Weg aufs Klo ist und dann will da jemand irgendwie, wenn du da am Klo stehst oder sowas, dann gerade mit irgendeinem Talk anfangen, das ist der falsche Zeitpunkt. Es ist recht wichtig, wo ist dieser Zeitpunkt mit der Person? Da auch wieder so, erwarte nicht gleich eine Stunde Gespräch. Was ich lieber, Martin Borowski, der hat mir die Woche geschrieben, so, hey David, hast du 15 Minuten Zeit, dass wir reden können? 15 Minuten habe ich Zeit, eine Stunde nicht. Aber 15 Minuten, ja, super, cool. Ja. Das heißt, nicht ein nach oben leiten Talk, das war einfach ein Talk, das war mega, ich fand es super. Ja, das ist eher ein Prinzip, auch wenn du einen Mentor willst, der sehr, sehr busy ist, frag ihn nicht, ob er dich mentoren kann, sondern frag ihn, hast du mal 20 Minuten für mich? Und dann frag lieber ein paar Wochen später, hast du noch mal 20 Minuten für mich? Und dann irgendwann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du fragen, hey, wollen wir das vielleicht regelmäßiger machen? Kleiner Trick, ja. Wirklich, ist ein guter Trick. Spare Ribs essen zum Beispiel. Das ist natürlich ein guter Lockvogel, ey. Schau auch dort ein bisschen den Rhythmus an von den Leuten, die dich leiten. Wenn du merkst, hey, an dem Tag, zum Beispiel bei mir ist sonntags nicht der richtige Tag, um manche Dinge mitzuteilen. Sonntags, ich habe dort 2 bis 3 Gottesdienste, ich fahre dort rum wie ein Verrückter. Ich habe Predigten, ich habe den Kopf voll, ich bin völlig am Ende am Abend. Zu jedem Zeitpunkt, vorher, zwischendrin oder nachher, ist nicht der richtige Punkt, für nach oben zu leiten. Ja? Man kann schon mal einen Impuls droppen, sowas, aber du musst dir bewusst sein, sodass nicht der Moment ist, wo ich sage, wow, krass, ja, voll, ey, wow, und ich da mich voll reinfuchsen kann. Es kann sein, dass es irgendwie 5 Minuten wieder weg ist. Das kann sein, mal durch einen Anruf oder wie auch immer, da was abzumachen, auch zu fragen, hey, wann passt es eigentlich gut? Wann kannst du dir Zeit nehmen für mich? Dann, wenn du eine Sache ansprichst, dort auch wieder eben der Zeitpunkt. Wenn du es ansprichst, dann komm auf den Punkt. Dann eier nicht ewig rum und sowas, sondern komm auf den Punkt, hab's aufgeschrieben. Oder sowas, das konkreter Punkt ist. Und hab's irgendwie organisiert und sei dir bewusst, so auch versuch, dass es kurze Zeit nur braucht. Manchmal sind wertvolle Dinge in kurzer Zeit mitgeteilt. Schaut einfach da drauf. Dann der nächste Punkt ist, super, ich und Handschrift, gell? Richtige Motive. Richtige Motive. Die richtigen Motive. Wenn du nach oben leiten willst, dann prüf erstmal deine Motive. Ist dein Ziel eben da wieder das Thema Feedback? Ist dein Ziel, dass die Person gebaut wird, dass das ganze Ding vorangeht? Oder willst du deine Wünsche aufdrücken? Ist es, dass das Gesamte vorangeht, sag ich mal, Fußballspieler, der nur will, dass er eine gute Statistik hat und nicht das Team eine gute Statistik hat, das juckt dann, sage ich mal, den Trainer nicht. Der nimmt dann lieber den Spieler raus. Wenn es aber ein Spieler ist, der sagt, ich möchte, dass das ganze Team vorankommt, das ist ein Motiv, das möchte ein Leiter. Du musst sehen, ein Leiter, der sieht immer mehr als man selber häufig. Er sieht alle Bereiche. Er sieht sogar die Dinge, die du oft gar nicht siehst. Das heißt, prüf dort, so sind es die richtigen Motive. Nach oben zu leiten, auch da in Gespräch zu gehen, ist nie, um besser dazustehen oder andere dumm hinzustellen. Auch sehr wichtig. Leiter erkennen so etwas. Das heißt, wenn du andere dumm hinstellst, stellst du dich selber dumm hin. Das ist eben das Problem. Das heißt, rede nicht schlecht über andere, sondern rede wertschätzend über andere. Wenn du irgendwie das Motiv hast, um irgendwie was auch immer, halt nur deine Meinung aufzudrücken, dann kannst du es auch lassen. Dann auch sehr, sehr wichtig, bring nicht nur
das Problem, sondern bringen eine Lösung. Wenn Leute kommen und sagen, wow, man sollte das und das und das machen, sage ich, ja, stimmt. Dann mach. Das meine ich eben auch so. Es ist sehr oft bewusst, dass dies oder jenes ein Ding ist. Das heißt, bring eine Lösung. Das ist eine Sache, die ich beim Uli so lieb. Der Uli, der kommt und sagt, hey, folgendes so und so und so, das sehe ich, hey, ich würde das angehen. Halleluja! Ich freue mich, jeder freut sich. Super. Ja? Wenn du Lösungen bringst, also wenn du das Problem bringst, wirst du nervig. Und wenn du Lösungen bringst, zeigt es, dass du gut bist. So ganz platt. Und dann wirst du auch mehr Zeit bekommen. Und wenn die Idee gut ist, dann kann sich sehr gut zu einer sehr guten Idee weiterentwickeln, die auch sich wirklich für das ganze Ding entwickelt. Es gibt einen Unterschied zwischen kritisch denken und kritisch sein. Dass du nicht kommst und Hauptsache Kritik äußern. So, oh ja, und also das ist eh so, ich glaube, Kritik ist nicht eine Tugend an für sich. Wirklich so diese konstruktive Kritik ist vielmehr was, dass ich sage, ich bin nicht irgendwie einfach nur kritisch, sondern ich reflektiere aufbauend. Ja. Dann haben wir den vierten Punkt, ich muss es fertig machen. Initiative, mega wichtig, Initiative. Also nicht Pastor oder Chef oder wie auch immer, sag mir, was ich tun soll. Dann sagt nämlich der Pastor dir, den besten Teammitgliedern, denen darf nicht erzählt werden, was sie machen müssen. Sie sehen selber, was sie machen. Sie sollen selber auf den Gedanke kommen. Wenn du bereit bist, Dinge zu tun, die andere nicht tun wollen, wirst du Einfluss bekommen, den andere nicht bekommen werden. Wenn du bereit bist, Dinge zu tun, die andere nicht tun wollen, dann wirst du Einfluss bekommen, den andere nicht bekommen werden. Ja? Das heißt, sei initiativ, was ich auch vorhin gemeint habe, komm schon mit einer Lösung, komm schon mit einer Idee, komm schon mit einem, als Beispiel, wir haben diese schönen kleinen Welcome-Karten dort, so diese kleinen Dingskarten, sowas, ja. Das kam eben, Stefan und Michi kamen dann mal her zu mir und haben gesagt, hey, ganz am Anfang, so, hey, wir sollten irgendwie so Karten haben, wo man Leute einladen kann. Ich so, ja, cool, haben wir schon seit 5 Jahren die Idee. So, ja, okay, super. Und sie so, ja, wir machen das. Und ich so, ja, okay, cool. Super, lass uns abstecken, was es bedeutet, was für ein Style es haben sollte und so weiter und so fort, haben es geredet. Eine Woche später waren Vorschläge da, war informiert, was der Druck kostet und so weiter und so fort. Das hat mich so glücklich gemacht. Ja, und es war nicht, dass ich vorher kam, schon sicher 20 Leute zu mir, hey, wir sollten so Karten haben. Das waren die ersten Leute, die gesagt haben, und ich mach's. Was hat es gemacht? Es hat für mich gezeigt, es bewährt sich und man kann sie auf nächstes Level nehmen. Das ist so das Prinzip. Ja? Dann der letzte Punkt, Wahrheit. Wahrheit. Wenn du immer nur ein Ja-Sager bist, wirst du irgendwann auch die Vertrauenswürdigkeit verlieren. Ja? Wahrheit schlägt so Flatterhaftigkeit. Es gibt ja dann Leute, die reden dann mit einem und wollen da irgendwie was mitgeben und sowas und sagen auch, ja, ich mach's und machen es dann doch nicht. Das passiert 2-3 Mal und irgendwann wird man mega schade, aber so ist es halt. Ich möchte einfach ehrlich sein, weil mir ein Anliegen ist, dass wirklich der Einfluss auch von euch, dass ihr Einfluss gewinnt. Ihr merkt es selber bei euch auch, wenn es irgendwo so ist, oder? Es ist auch mega wichtig, dass man nicht nur dieser Abnicker, eben das, und der hängt auch mit diesem Punkt Wertschätzung zusammen, dass man nicht nur, sage ich mal, der Abnicker vom Pastor, nicht nur der Abnicker vom Chef, nicht nur der Abnicker vom Leiter wird. Ich sage es auch, je einflussreicher ein Leiter wird, umso schwieriger ist es, Leute zu finden, die die Wahrheit sagen. Umso mehr wird man gehypt, umso mehr wird irgendwie, trauen sich Leute nicht mehr, Dinge zu sagen. Das ist wirklich so. Ich merke immer wieder so, boah, krass, was manche Leute sind echt dann so eingeschüchtert, wenn sie, also mit mir, wo ich so denke, warum ist man von mir jetzt ein, also, aber ja, so, es ist manchmal so wirklich so dieses, boah, was, dass die Leute nicht trauen, Dinge anzusprechen. Und es ist mega wichtig, dass man wirklich auch mit einer Wahrheit dort ist und dass man sich traut, wirklich die richtigen Dinge anzusprechen. Und das macht auch, wenn ich merke, hey, da kommt jemand mit einer Aufrichtigkeit und sagt mit einer Aufrichtigkeit eine Sache, wow,
Es ist einfach super, super wertvoll. Das heißt, ich habe Joel so lieb. Joel, der, wenn ich weiß, Joel Feedback, was weiß ich, das hat Hand und Fuß und ich weiß, das ist durchdacht und ich weiß, er wertschätzt mich total. Ich weiß auch, er findet gute Zeitpunkte beim Spare-Ribs-Essen. Er hat die richtigen Motive auch. Er möchte wirklich, dass es vorangeht und er möchte das Beste auch für mich. Er hat eine Initiative, immer mit Ideen, immer mit so und so und so. Aber er ist auch die Wahrheit. Und wo ich einfach weiß, wenn er was sagt, es hat einfach die Wahrheit, es hat Hand und Fuß und ich weiß, dass ich es annehmen kann. Das hat ja auch damit was zu tun. Ja? Also, das ist vielleicht so ein bisschen ganz grob so zusammengefasst. Das kannst du natürlich auf deinen Bereich fokussieren. Aber das sind, glaube ich, echt wertvolle Gedanken für euch, wie ihr nach oben leiten könnt. Wie kann man wirklich auch Einfluss nehmen? Weil du musst nicht der Pastor sein, um die Kirche zu lenken. Wenn du sagst, hey, ich möchte dies oder das. Und das war es zum Beispiel auch, ja, es ist ein Ding, anfangs kommen viele verschiedene Christen auch ins ICF. Aber ich sage zu jedem, sage ich so, hey, schau, dass du in der Kirche, wo du bist, Einfluss nimmst. Schau, dass du dort die Veränderung reinbringst und so weiter. Und das habe ich mit den Leuten, wo ich zumindest aktiv geredet habe darüber, habe ich alle ermutigt. Uli, alles. Also wirklich so, ich habe aktiv aktiv gefördert. Und dann, wenn man dann merkt, so dieser Einfluss, der wird nicht mehr erwidert. Es wird nicht angenommen, es wird nicht wahrgenommen. Dann darf es vorkommen, dass dann wirklich auch, was ich vorhin gesagt habe, dann darf man auch einen Leiterwechsel haben. Ja? Aber das Wichtige ist, dass jeder wirklich Einfluss nimmt, dass jeder versucht, das Maximale reinzubringen und du kannst was prägen. Und möchte ich damit einfach schließen und ermutigen, hey, lasst uns Christen sein, die echt einen Unterschied machen. Lasst uns Christen sein, die wirklich Menschen bauen, wo Menschen verändert werden, wo wir nach unten leiten, nach oben leiten, uns selbst leiten, so die 360-Grad-Führung und mit den Leuten laufen, da auch Einfluss haben. Und das ist einfach, genau, ich wünsche euch das und segne euch damit mit Weisheit und mit Gunst und mit Dingen, die heute ins Rollen kamen.